In Wohnwagen und Wohnmobilen gibt es im Prinzip zwei verschiedene Heizungssysteme. Das eine ist die Warmwasserheizung, so wie man sie von zu Hause kennt, die Zentralheizung. Die hat den Vorteil, dass sie sehr komfortabel ist, allerdings auch aufwendig in der Installation und damit teuer und deswegen meist nur in höherpreisigen Fahrzeugen vorhanden. Und der zweite Heizungstyp, den man sehr häufig findet, ist die sogenannte Luftheizung. Hier wird warme Luft in das Fahrzeug geblasen. Diese Art der Heizung hat den Vorteil, dass sie etwas einfacher zu installieren ist und deswegen insgesamt günstiger ist. Außerdem heizt sie das Fahrzeug schneller auf als eine Wasserheizung. Hier bei diesem Fahrzeug ist diese Heizung hier unter dem Bett eingebaut. Da haben wir jetzt die sogenannte Kombi-Heizung von der Firma Truma. Das ist so der weit verbreitetste Heizungstyp auf dem Markt. Allerdings, wenn man sich das so anguckt, es ist ein schwarzer Kasten. So wahnsinnig viel kann man da nicht erkennen. Deswegen wollen wir uns jetzt mal ein Schnittmodell anschauen, wo man sehr schön sehen kann, wie das innen eigentlich so funktioniert. Das wird uns der Ludwig erklären. Er ist technischer Berater bei Truma und er kennt sich mit der Heizung bestens aus. Ja, Jürgen, fangen wir einfach mal ganz grob an. Ich stelle jetzt mal Heizanforderung. 30 Grad über unser Bedienteil, das ist das CP Plus. Mhm. Die Heizung wird jetzt gleich anfangen. Das Ganze läuft über den TINBUS. Das heißt, ich habe digital jetzt einen Heizungsbefehl angefordert. Okay. Aber man hört schon was, das genau, klickt. Das Ventil klicken. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn ich mir das Schnittmodell anschaue, das Ganze liegt ja. Mhm. Okay, wie so ein liegender Zylinder. Genau, das ist so eine schwarze liegende Tonne, wie man so gern sagt. Jetzt haben wir hier unseren Umluftmotor, der fängt schon das Drehen an, genauso wie der Verbrennungsluftmotor hier drüben. Und warum muss der Ventilator schon vorher laufen, bevor die Flamme angeht? Der Verbrennungsluftmotor spült quasi die Kammer, um zu vermeiden, dass Gasreste vom vorherigen Betrieb noch zurückgeblieben sind und bei der Erstinbetriebnahme zu einer Verpuffung führen. Ah, jetzt, aha, jetzt geht was. Genau. Boah, da kommt es jetzt schon ganz schön warm. Aber ist auch ganz schön laut, aber ich denke, das ist dem Schnittmodell geschuldet, oder? Also, weil im eingebauten Zustand, so wie ich das kenne, ist es deutlich leiser. Also, wie du schon sehen kannst, die Flamme brennt horizontal. Es wird quasi durch unseren Verbrennungsluftmotor Luft eingeblasen, der stabilisiert in dieser zylindrischen Form das Flammenbild. Somit können wir das Ganze platzsparend, oder so wurde das Ganze platzsparend quasi designt. Wenn wir jetzt weiterschauen, wir haben jetzt quasi da hier vorne ein Prallblech. Die Abgase werden zwischen dem Wärmetauscher und dem Verbrennungsraum hindurch geblasen und über unser Abgassystem nach außen transportiert. Okay, aber diese Verbrennungsluft, die hat nichts mit der Raumluft zu tun, wenn ich das richtig verstehe. Genau, unsere Heizung trennt die durch den Wärmetauscher die Verbrennungsluft und die Raumluft. Wir haben hier hinten den Umluftmotor. Da wird vom Innenraum wird die Luft angesaugt, wird ebenfalls am Wärmetauscher vorbei, aber auf der äußeren Seite geleitet und erhält dadurch quasi ihren Wärmeaufschlag. Okay. Hier vorne haben wir ebenfalls wieder einen Pralldeckel, der das Ganze ermöglicht, dass wir hier über unsere vier Warmluftanschlüsse dann die warme Luft über unsere Warmluftschläuche verteilen im Fahrzeuginnenraum. Aber jetzt kann ich hier ja nicht nur warme Luft erzeugen, sondern auch noch warmes Wasser. Wie funktioniert das? Genau, der Name Kombi spricht für sich. Wir haben jetzt quasi den Brennraum, wir haben den Wärmetauscher. Wir haben aber hier außen nochmal einen zusätzlichen Behälter. Beim Schnittmodell natürlich nicht mit Wasser gefüllt. Jetzt hat sie hochgeschaltet. Oh, okay. Das heißt, bei 30 Grad volle Pulle, ich brauche maximale Energie. Und wenn ich jetzt hier im Wassermantel Wasser hätte, dann würde das automatisch miterwärmt. So, jetzt regeln wir das Ganze mal ein bisschen runter. Ich müsste sie dann gleich wieder zurückschalten. Wir haben jetzt in dem Wasserbehälter haben wir 10 Liter außenrum, die uns zur Verfügung stellen, die wir dann eben je nach Bedarf zum Duschen oder anderem Weise verwenden können. Mhm. Dieser kleine Kamerad hier, das ist das Frost Control, der wird benötigt, um im Falle eines
einsetzenden Frostes unsere Heizung oder beziehungsweise unseren Wassermantel vor Frostschäden zu bewahren. Der sollte in der Regel so nah wie möglich an der Heizung verbaut werden. Wenn das bauarttechnisch nicht möglich ist, gibt es da noch eine kleine Zusatzeinrichtung, dass ich den beheizen kann. Das Wichtige ist eigentlich, dass der bei 3 Grad auslöst. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kombi in meiner Sitzbankgruppe montiert habe und da drin hat es 3 Grad, dann macht er auf, okay, und lässt das Wasser durch den Fahrzeugboden nach draußen ab. Okay. Das ist also eine Sicherung, wenn ich das Fahrzeug dann abstelle, also nicht bewohne, dass wenn noch Wasser drin ist, dass dann die Heizung keinen Schaden nimmt, wenn dann Frost droht sozusagen. Genau, das ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Da ist ein Paraffindöschen drin, das ist federbelastet. Das hat eine gewisse Viskosität und dadurch regeln wir quasi diesen Einschaltmechanismus. Okay. Wir haben hier noch am Warmwasseranschluss ein Belüftungsventil. Das bedeutet, ich würde ein Vakuum erzeugen in dem Moment und damit da Luft in den Wasserbehälter einströmen kann, ist hier drin ein Federmechanismus mit einer Kugel. Okay. Und dann kann da Luft rein und das Wasser kann raus. Okay, ja. Die Heizung gibt es ja mit Gas oder mit Dieselbetrieb. Was sind da so die wesentlichen Vor- und Nachteile? Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich der Brennstoff. Bei einer Gasheizung, ich habe mein Propan- bzw. Propan-Butan-Gemisch, das ich brauche. Bei der Dieselheizung natürlich Diesel. Der große Vorteil bei einer Dieselheizung ist natürlich, ich kann mich am Fahrzeugtank bedienen. Bei einer Gasheizung brauche ich eine dedizierte Gasanlage, die auch geprüft werden muss. Die Vorteile bei einer Gasheizung sind meiner Meinung nach definitiv die saubere Verbrennung. Die Unabhängigkeit, die mir eine Dieselheizung bietet, besonders jetzt im Kastenwagen und auch das Gewichtsthema, weil ich ja nicht zusätzlich irgendwas installieren muss. Für die Gasflaschen. Genau, spricht ja für sich. Was ich aber bei der Dieselheizung definitiv beachten muss, ist die höhere Stromaufnahme. Ich habe einen Glühstift, den ich benötige, um den Brennstoff zu zünden. Mhm. Während bei der Gasheizung durch einen Zündfunken das Sauerstoff-Brennstoff-Gemisch entzündet wird. Das heißt, ich brauche eventuell mehr Stromkapazität, wenn ich jetzt unabhängig stehen will, ohne Stromanschluss dann von der Dieselheizung. Gerade Batteriekapazität ist halt wichtig und auch die Leitungsdimensionierung wegen der erhöhten Stromaufnahme. Ja, und ich glaube auch, so Dieselheizung ist manchmal, riecht man sie auch ein bisschen. Also das hängt, glaube ich, mit der Verbrennung zusammen, dass die eben bei Gas etwas einfacher und sauberer funktioniert. Ja. Ich glaube, man könnte es ganz gut mit einem Zuheizer im Dieselmotor oder im Dieselauto besser gesagt vergleichen. Da hat man ja auch ab und zu diesen leichten Dieselgeruch und das ist die gleiche Geschichte hier. Jetzt ist es aber doch, glaube ich, so, dass bei einer Dieselheizung, wenn man dann in die Berge fährt, ab einer bestimmten Höhe das dann eventuell Probleme machen kann. Wie war das nochmal genau? Sobald man sich in einem Höhenbereich von 1500 Meter oder darüber bewegt, benötigt man ein Höhenkit, damit man eben den Sauerstoff- und Brennstoffanteil entsprechend dann regulieren kann. Okay. Sonst führt es zu einer zu fetten Verbrennung und das zieht dann Ablagerungen etc. nach sich. Das ist dann nicht förderlich für die Verbrennung und am Ende nicht für die Heizung. Ja, jetzt könnte man natürlich bei der Dieselheizung vielleicht Angst haben, dass wenn die so viel Strom verbraucht, dass die dann die Batterie leer zieht und ich dann plötzlich gar keinen Strom mehr habe. Oder auf der anderen Seite vielleicht noch schlimmer, den Dieseltank komplett leer macht und ich dann nicht mehr losfahren kann. Gibt es da Sicherungsmechanismen dafür wegen? Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, besonders im Winter, wenn du dann irgendwo draußen stehst und nicht mehr vom Fleck kommst. Nee, unsere Elektronik hat eine Spannungserkennung, das heißt, die Heizung schaltet sich in den Unterspannungsmodus und stellt den Betrieb auch dann ein. Bei der Tankentnahme gibt es auch ein Tankentnahmeset, das bedeutet, dass nie 100% von dem Tank abgezogen werden können und somit sind wir auf der sicheren Seite. So, dass nur eine Reserve immer für den Motor übrig bleibt. Genau. Okay. Ja, und wenn man jetzt Wintercamping macht und dann die Gasflasche kann ja dann mal leer werden und dann muss man nach draußen, das ist ja nicht so angenehm. Aber da gibt es ja so eine Umschaltanlage, die ist ja jetzt auch neu geworden. Wie funktioniert die im Detail? Ich habe jetzt mal zur besseren Veranschaulichung die mitgebracht. Im Endeffekt, wenn man jetzt die Umschaltanlage anschaut, da gibt es jetzt zwei Komponenten. Das eine ist wirklich auch
der Umschalter und das andere ist wirklich auch der Regler mit dem integrierten Crash-Sensor. Okay. Ist eine Einheit an sich, wird so auch montiert. Und was macht jetzt eine Umschaltanlage aus? Hast du eine Vorstellung? Ich denke mal, die schaltet von der einen Flasche auf die andere um. Genau, das ist eigentlich so die Hauptidee dahinter. Das bedeutet, ich habe immer eine Primärflasche, die ich einstellen muss. Und wenn die leer ist, dann schaltet die Umschaltanlage automatisch auf die zweite Flasche um. Was macht jetzt dieser Crash-Sensor? Also den Crash-Sensor haben wir entwickelt hier bei Truma, damit wir auch ermöglichen können, dass man während der Fahrt heizt. Jetzt egal ob Wohnwagen oder Wohnmobil, wenn man einen Crash-Sensor einbaut, ist es erlaubt, mit Flüssiggas zu heizen. Ja, und wie funktioniert jetzt so ein Crash-Sensor? Also es ist ein schwarzer Kasten, man kann sich da irgendwie nicht viel drunter vorstellen und es ist noch ein gelber Knopf. Also egal, ob das jetzt Du-Control-CS ist oder Mono-Control-CS, also quasi die Einflaschenanlage oder Zweiflaschenanlage, wir haben da eine Kugel drin und bei einer Belastung, also bei G-Kräften, bei einem kleinen Aufprall zum Beispiel, wird das schon ausgelöst und unterbricht quasi die Gasversorgung im Innenraum. Jürgen, weil du gefragt hast, wie der Crash-Sensor funktioniert, also aktuell ist er betriebsbereit, der Knopf ist drinnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen kleinen Auffahrunfall hätten, dann würde der jetzt auslösen. So würde das dann aussehen. Der Stift springt raus und die Gaszufuhr in den Innenraum ist unterbrochen. Und dann bräuchte ich das einfach nur wieder reindrücken, wenn das vielleicht eine Fehlauslösung durch eine Erschütterung wäre und es funktioniert wieder ganz normal. Genau, wenn du über einen Feldweg zum Beispiel fährst und er wird ausgelöst, dann kannst du einfach hier den Flaschenkasten aufmachen und drückst ihn wieder rein und es funktioniert wieder alles. Für die andere Seite, dass ich sage, von der Flasche zum Regler hin, haben wir noch die Hochdruckschläuche hier installiert. Die sind auch Voraussetzung für so ein System. Die sind mit Abreißsicherung, also es ist ein Hochdruckventil hier verbaut. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passieren sollte bei dem Unfall, dass so ein Schlauch zum Beispiel beschädigt wird, dann haben wir einen Druckabfall, das Ventil schließt hier und es kann kein Gas mehr auch aus der Flasche austreten. Okay, sodass ich dann auch kein Gas entzünden kann, wenn zum Beispiel irgendwas in Brand geraten würde oder so. Okay. Ja. Aha. Und wie bedient man jetzt diese Umschaltanlage genau? Also ich sehe da hier so rote Felder und einen Strich. Genau, also im Endeffekt ist es so, ich schließe meine zwei Flaschen mit den Hochdruckschläuchen an und kann hier durch einen Drehregler einstellen, welche Flasche meine Primärflasche ist. In der Regel ist es so, ich habe zwei volle Flaschen, ich stelle zum Beispiel die linke Flasche ein, dann wird das Sichtfenster hier grün und ich verbrauche aus dieser Flasche. Wenn diese Flasche leer ist, schaltet das Fenster auf rot um, wie man jetzt hier zum Beispiel schon sehen kann. Hier im Gasflaschen ist es noch grün, klar, ich habe ja noch Druck beaufschlagt. Jetzt schlägt das Ganze um auf die zweite Flasche, es wird rot und ich entnehme aus der zweiten Flasche. Die erste ist schon leer. Wenn ich jetzt eine neue Flasche mir zum Beispiel hole, weil ich habe ja mitbekommen, oh, ich bin schon auf meiner Reserveflasche, dann kann ich die neue Flasche einbauen und kann hier diesen Drehregler verstellen auf die schon angebrochene Flasche. Diese wird dann verbraucht. Er schaltet wieder auf die neue volle Flasche um und ich habe keine Gasunterbrechung. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste beim Wintercampen, dass ich nicht mit Klapperl im Winter rausstrappen muss und hier die Flasche wechseln muss, sondern immer trockenen Fußes und wärmender Füße unterwegs bin. Ja, gerade im Winter, Jürgen, ist es ja doch die Thematik Kälte, Gas, Verdampfen, es verträgt sich dann doch nicht so gut und dir kann dein Regler einfrieren. Okay. Und dafür gibt es hier ein Zubehör, das ist das sogenannte ISX, wie du schon gesagt hast. Das ist ein Widerstand, den kann ich hier einführen. Der wird dann verschraubt und im Endeffekt beheizt er mir meinen Regler. Ah. Und sichert einfach nur, dass der Gasfluss nicht unterbrochen wird durch Einfrieren. Hm. Genau, das wäre das eine. Jetzt ist es aber so, ich habe eine Umschaltanlage und ich muss ja jedes Mal raus und muss den Gaskasten aufmachen, muss nachgucken, okay, bin ich jetzt noch auf der Primärflasche oder bin ich schon auf der Sekundärflasche? Mhm. Dafür gibt es auch noch ein Gadget, wie man heutzutage sagt, und zwar die sogenannte Fernanzeige. Mhm. Der wird hier hinten, wird die eingeklipst
und im Endeffekt, die macht nichts anderes da über einen Schalter, dass der ein Signal nach innen gibt und da geht eine LED an in dem Bedienteil und man sieht, okay, ich bin noch auf der Primär- oder auf der Sekundärflasche unterwegs. Und dann gibt es ja noch die Problematik, dass das Gas manchmal nicht so sauber ist und dass es da zu Problemen führen kann. Wie ist es mit diesen Gasfiltern? Also wir haben vermehrt auch bei uns im Service eben die Fälle, dass Leute anrufen, weil sie Probleme haben mit Verschmutzung. Da gehen die Regler kaputt, also da Gummi- und Membranelemente quillen auf. Der Regler stellt die Funktion ein. Du hast kein Gas mehr und du kannst nicht heizen. Und gerade im Winter ist ja das Worst-Case-Szenario. Also hier haben wir jetzt den neuen Filter. Den kann ich jetzt, egal ob jetzt Mono-Control oder Duo-Control, also ein- oder zwei Flaschenanlage, kann ich den davor schalten. Und der beschützt mir meinen Regler. Ich habe hier eine Tasse, ich habe hier ein Pad, ich habe hier eine Kartusche zum Absondern von Aerosolen zum Beispiel und anderen schädlichen Substanzen, die sich in der Flasche befinden. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ich habe das Ganze im Betrieb, hier wird quasi das Ganze rausgefiltert und tropft nach unten ab. Das Pad hängt darunter und saugt es dann auf. Okay. Und im Endeffekt, das Gas fließt außen rum. Und es wird nichts mehr mitgerissen, weil es eben gebunden worden ist und kann mir meinen Regler somit nicht beschädigen. Aber und diesen Filter, den tut man dann regelmäßig wechseln, dieses Pad, weil da sammelt sich sozusagen die Verschmutzung. Also ich habe dir jetzt mal ein verschmutztes Pad mitgebracht, wenn du das mal vergleichst mit einem sauberen. Mhm. Wir empfehlen bei jedem Flaschenwechsel zu kontrollieren und am besten auch zu wechseln. Man kann es ja deutlich erkennen, bitte mit Handschuhen wechseln, weil es nicht gut ist für die Haut. Und was könnte passieren, wenn ich jetzt keinen so einen Filter eingebaut habe? Also ohne Filter kann es halt passieren, dass Aerosole und andere schädliche Substanzen mit dem Gasstrom mitgerissen werden. Diese können dann im Regler zum Beispiel hängen bleiben, diesen beschädigen. Zum Beispiel irgendwelche Gummidichtungen, Membranen quillen dann auf. Im schlimmsten Fall werden deine Geräte nach dem Regler beschädigt, zum Beispiel die Heizung, Ventile, dein Kochfeld oder auch dein Kühlschrank zum Beispiel. Da hat man dann natürlich dann die teure Reparatur, die man sich mit so einem Filter leicht ersparen könnte. Und hier über das Bedienteil bedient man ja die Heizung praktisch, stellt die Temperatur ein und so. Aber da gibt es ja jetzt, glaube ich, noch was Komfortableres, indem man das über eine Vernetzen und über eine App steuern kann. Ja Jürgen, stell dir vor, es hat draußen minus 10 Grad, du liegst in deinem Bett, es ist morgens und irgendwie ist es dir doch ein bisschen kalt oder es ist dir zu warm oder wer weiß, ja. Mhm. Normalerweise würdest du jetzt ans Bedienteil reingehen. Müsste ich aufstehen dazu. Genau, müsstest aufstehen, müsstest die Schluppen anziehen, hier vor und einstellen. Das Ganze kann man aber jetzt auch mit der App steuern. Ich brauche dazu eine Einheitbox, verbinde ich mich mit meinem Telefon und gehe dann auf Fernsteuern. Und sag, ich möchte jetzt heizen. Mhm. Okay. Und dann hätte ich aber gern noch die Temperatur. Okay. Die kann ich je nachdem einstellen. Und wenn wir jetzt mal aufs CP Plus dann gucken, wirst du gleich feststellen. Ah, da kommt die Temperatur. Genau. Und er hat hier eine Heizanforderung übergeben ans Bedienteil. Das sieht man über App und 30 Grad. Ah, wunderbar. Aha. Und dann geht's los. Aber ich kann damit drüber doch, glaube ich, noch gar noch mehr steuern über diese Vernetzungsgeschichte. Genau, je nachdem, was für Geräte halt dranhängen, kannst du die steuern. Du kannst im Nah- und Fernfeld agieren. Das bedeutet, wenn du eine SIM-Karte einlegst, kannst du aus der Ferne auch steuern oder Stati abfragen. Das wäre jetzt die andere Kernfunktion. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Status gehe in der App, dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel die Wassertemperatur, ob ich ein ISX dran habe. Ob Strom angeschlossen ist, also 230 Volt, was ist die Außentemperatur, was ist die Innentemperatur, den Gasfüllstand. Ah, okay. Und natürlich, weil wir hier speziell noch einen EBL-Block verbaut haben, einen Elektronik-Block, kann ich hiermit auch einen 12 Volt Halbschalter bedienen oder ich könnte auch meine Wasserpumpe damit aktivieren. Okay, das ist alles miteinander vernetzt über dieses System. Das ist alles miteinander vernetzt. Auch eine Lichtsteuerung, jetzt haben wir hier eine Klimaanlage dabei, ist inkludiert, Bordspannung und Gasfüllstände sowie Wasser und Brauchwasser und Frischwasserstände. Mhm.
Speziell jetzt bei den Gasfüllständen, das ist ja auch immer so ein Thema jetzt im Winter, gibt es jetzt noch eine Alternative. Wenn ich ein Level Control zum Beispiel habe, der sieht dann so aus zum Beispiel. Der kommt unten an die Flasche hin. Genau, der wird unten an die Flasche montiert und der misst per Ultraschall den Flaschenfüllstand. Da kannst du auch theoretisch unterwegs messen. Es kommt dann immer darauf an, wie die Flasche gefüllt ist, weil wenn die schwappt, dann kann er natürlich nichts messen. Okay. Aber wenn man steht, man muss nichts machen, die Flaschen bleiben fest angeschnallt und ich kann messen. Okay. Aufgrund der Nachfrage und dem Kundenfeedback haben wir jetzt dafür eine dedizierte App ausgerollt. Die heißt einfach Level Control App. Ich habe jetzt einen habe ich schon mal angebunden und tu mir mal einen Gefallen und drück mal bitte auf den Knopf. Und zwar hier hinten gibt es so einen Bluetooth-Knopf. Ach so, da ist genau. Ein Knopf. Einmal länger? Du musst nur so ein kurzes Piep. Genau. Ah, jetzt, ja. Ich sehe es, genau. Blinkt. Und dann kann ich jetzt hier drauf gehen. Er sucht den Level Control und ich kann ihn halt hinzufügen und konfigurieren. Sag halt, ja gut, ich hätte jetzt hier eine 11 Kilo Flasche zum Beispiel oder selbst eine Flasche definieren, wenn die nicht vorhanden ist in der Flaschendatenbank. Und dann speichert er das Ganze und dann kann ich meinen Gasfüllstand flexibel auslesen. Und wie funktioniert das? Ich glaube, per Ultraschall oder wie? Genau. Dieses Gasmessgerät? Im Endeffekt ist es so, wie du schon gesagt hast, er wird von unten an die Flasche rangepappt, wie ich so gern sage. Es ist magnetisch. Und er misst quasi die Zeit, die der Ultraschall braucht, bis er vom Flaschenspiegel oder vom Gasspiegel reflektiert wird. Also wir haben ja quasi Flüssiggasphase. Mhm. Die Zeit misst er und über den Durchmesser kann er errechnen, so und so viel Füllgrad habe ich noch in der Flasche zurück. Okay. Und dann kann ich mir das Ganze natürlich hier anzeigen lassen. Den haben wir jetzt hier hinzugefügt, der zeigt natürlich jetzt 0 Kilo an. Der andere, den ich schon montiert habe, der sagt mir, okay, ich habe jetzt noch 81%. Je nach Gasverbrauch kann ich jetzt abschätzen, so und so lang reicht es mir noch. Mhm. Ja, das ist echt eine bequeme Sache, weil sonst kann ich höchstens die Flasche ein bisschen anheben und gucken, wie viel ist da vielleicht noch drin. Oder es gibt so andere Geräte, die man dranhält an die Flasche, aber so kann man es ganz bequem per Handy abfragen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wichtig ist halt, Flaschen sind halt nie 100%ig gleich. Wir haben auch bei den Filtern schon drüber gesprochen, da sind Verunreinigungen drin. So ein Ultraschall, der wird eingeleitet in die Flasche, der kann natürlich da auch beeinflusst werden. Okay. Bei einer Tankflasche zum Beispiel, da ist ein Schwimmer montiert in der Mitte, da funktioniert das nicht. Du bekommst da einen Wert, der nicht der Realität entspricht. Okay. Also deswegen muss man eben die richtige Flasche hier auch einstellen. Genau, und halt auf Beschädigungen prüfen. Wie mache ich das am besten mit der Heizungssteuerung dann eigentlich? Wenn ich so den ganzen Tag auf der Piste bin, regle ich die Heizung morgens runter und nachher wieder hoch oder lasse ich sie lieber höher durchlaufen? Gibt es da irgendwie Tipps oder wie man es am besten macht? Also, wenn dein Fahrzeug einmal ausgekühlt ist, ist es wichtig, weil wir ja eine Warmluftheizung in dem Fall haben, dass wir einmal schauen, dass alle Schränke geöffnet werden, dass sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann, dass wir ein Grundniveau schaffen. Wenn du jetzt zum Skifahren fährst, würde ich empfehlen, vor allen Dingen, wenn du Wasser im System hast, dass du ein Grundlevel hältst. Das bedeutet 5 Grad zum Beispiel, weil wir haben ja vorhin gehört, das Frostkontroll löst bei 3 Grad aus, wären gut. Du kommst dann zurück ins Wohnmobil und kannst dann das Ganze hochregeln, stellst auf 30 Grad zum Beispiel, dann kannst du mit 6 kW heizen. Wenn du jetzt eine Box verbaut hast, kannst du halt auf der Skipiste noch einstellen, hey, ich komme jetzt gleich zurück, kannst du mal bitte schon auf 30 Grad heizen und ich gehe halt in ein aufgeheiztes Wohnmobil. Das ist sicher deutlich angenehmer, kann ich mir vorstellen, wenn der schon dann vorher geheizt ist, ohne dass ich die ganze Zeit voll durchheizen muss. Okay, und wie ist es eigentlich mit dieser Kombiheizung? Muss ich da irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen oder läuft die einfach 10, 20 Jahre ohne Probleme? Was kann ich da machen? Also grundsätzlich sind unsere Geräte wartungsfrei, egal was für eine Heizung das Ganze ist. Jeder kennt es von zu Hause, Staub lässt sich nicht vermeiden, vielleicht hat man sogar auch noch sein Haustier dabei. Flusen können angesaugt werden, es gibt in dem Lüftungsgitter für die Umluft die Möglichkeit, dass man das sauber macht
und dass man das auch entfernt und dass man die Lamellen von dem Lüfterrad von Staub befreit. Dann mit einem Staubsauger oder wie am besten? Ja, am besten Staubsauger mit so einer Bürste, dann kann man das schön absaugen. Und ich habe gehört, der Boiler mit Kalk könnte eventuell auch ein Problem sein. Wie geht man da vor? Ja, es ist nicht nur der Boiler, sondern es ist ja das ganze Wassersystem, das auch regelmäßig gereinigt gehört. Und natürlich da, wo Hitze ist, bildet sich auch Kalk. Man kennt das vom Wasserkocher zu Hause. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit Zitronensäure gemacht. Ist erstens lebensmittelecht und ist auch nicht so aggressiv. Chlorhaltige Produkte gehen gar nicht. Die sind viel zu aggressiv. Auch für die Gummischläuche ist das nicht wirklich das Wahre. Eventuell, dass man sagt, okay, Richtung Essig. Aber Zitronensäure ist unsere Empfehlung aus dem Service. Okay. Und wie häufig sollte man das so machen? Also gibt es da eine ungefähre Empfehlung? Wahrscheinlich je öfter man es benutzt, desto häufiger, aber... Genau, also wenn du, sage ich mal, jedes Wochenende mit deinem Wohnmobil unterwegs bist, dann musst du häufiger wechseln oder reinigen. Das absolute Minimum ist, wenn du dann einwinterst, falls du kein Wintercamper bist, dass du es dann spätestens machst. Also mindestens einmal im Jahr, eventuell häufiger. Ja. Okay. Gut. Aber kann das eventuell auch zum Problem werden, wenn dann das Fahrzeug doch zu kalt wird, weil ich vielleicht die Heizung nicht hoch genug eingestellt habe? Ja, also mit dem Einheitssystem hast du halt den Vorteil, du hast den Status, du kannst aber auch einen Alarm dir generieren. Das bedeutet, du musst nicht dauernd nachfragen, wie schaut es denn jetzt aus, sondern sagen, okay, ich habe eine Unterspannung im 12-Volt-System, bitte warn mich, ich habe zu wenig Gas drin, weil ich lasse ja auf 5 Grad dauernd heizen, bitte warn mich. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du dir halt da einen Vorteil verschaffen könntest. Oder wenn es halt auf einmal zu kalt werden würde, könntest du sagen, okay, sobald die Innenraumtemperatur unter 5 Grad fällt, bitte schick mir eine SMS, dass ich sofort ans Fahrzeug muss und kontrolliere, was da los ist. So, jetzt habt ihr einiges darüber erfahren, wie so eine Heizung ganz genau im Detail funktioniert. Und auch darüber, wie man die Gasversorgung noch optimieren kann, damit da wirklich nichts schief geht und man plötzlich in einem kalten Fahrzeug sitzt. Ja, dann kann der nächste Winter ja kommen. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß. Und ansonsten bis zur nächsten Camperfahrschule.